seit 5 Jahren lebe ich hier in Horumaseel, komme aus Rheinland-Pfalz und es macht mir nach wie vor eine Riesenfreude, den Kindern hier in Horumaseel die Welt zu erklären. Der Erzieherberuf hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Er ist vielfältiger und auch sehr facettenreicher geworden und somit haben sich auch die Anforderungen für den Beruf stark geändert. Die Kinder kommen ja heute schon sehr viel früher in die Kita, schon teilweise mit 1 Jahr, und sie bleiben auch viel länger, bis zu 10 Stunden in der Kindertagesstätte. Somit ist die Kita auch zweites Zuhause für die Kinder. Wir bieten dadurch eine hohe Flexibilität für die Familien, aber auch für den Erzieher an. Die Familien können zwischen 7 und 17 Uhr flexible Stunden buchen und der Erzieher kann ebenso seine Arbeitszeit je nach persönlicher Situation anpassen. Die Hauptaufgaben eines Erziehers sind zum einen, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, zum anderen vor allem sie in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen, sie zu befähigen, Dinge selbst zu tun. Die Erzieherausbildung beinhaltet ja auch eine sozialpädagogische Grundlage, sodass ich nach dem Abschluss 90 Credit Points angerechnet bekomme und direkt in das Sozialpädagogikstudium das 4. Semester einsteigen kann. Ich finde den Beruf des Erziehers unfassbar spannend und aufregend, weil man in der Ausbildung und danach in unglaublich vielen verschiedenen Bereichen arbeitet. Zum Beispiel im Hort, in der Krippe, im Kindergarten, im Jugendzentrum oder in den Jugendwohngruppen. Ich bin jetzt Erzieherin und habe noch die Weiterbildung zur Integration gemacht und kann jetzt die Kinder integrativ fördern. Es gibt aber auch noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ob man Richtung Sprache geht oder Richtung Migration geht oder Psychomotorik. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo man sich drin weiterbilden kann. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich meine Arbeit unglaublich toll finde und mir eigentlich nichts anderes vorstellen kann.